Splendens in verschiedenen Zuchtformen. Zum Beispiel den Crown Tail. Crown Tail sind da, sind Hafenhunde. Plakat heißt Kind des Feldes, soviel ich weiß. Also das sind die eigentlichen, wie man es in Asien halt in der Natur hat. Kampffisch jetzt mit langen Flossen, also eine Hochzuchtkampf von, kann man es auch vertreten, in einem Becken. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und mal wieder bei Thomas jetzt mittlerweile. Also bei mir. Bei dir, genau. Passt. Ja, wir wollen ja schon mal ein bisschen was über Kampffische erzählen. Hat man ja schon halt, ne? Du wolltest das. Ich wollte das, ja. Das war der Wunsch eines einzelnen Herrn, er würde gerne was über Kampffische erzählen. Genau, ich hatte ein paar schöne hier rumschwimmen sehen und habe mir gedacht, machen wir heute was über Kampffische. Genau. Ja, erstmal die verschiedenen Arten, was gibt es denn für welche? Also es gibt ja unendlich viele Kampffischsorten, also unendlich ist übertrieben, aber es gibt ja sehr viele schlanke Kampffische, die in teilweise auch schnell fließenden Gewässern vorkommen. Von denen reden wir jetzt nicht, also Betta, Pugnacks oder ähnliche Geschichten. Mhm. Das sind spezielle Geschichten. Das, was wir an Kampffischen jetzt momentan hier schwimmen haben, ist der ganz normale Splendens in verschiedenen Zuchtformen. Das ist zum Beispiel den Crown Tail. Crown Tails sind da, es sind Hafenhunde da, es sind also verschiedene Varianten da. Ja. Es ist momentan leider so, dass nicht alles kommt, was man gerne hätte. Wir sind ein bisschen eingeschränkt immer noch. Hoffentlich ist die Corona-Pandemie irgendwann mal rum, dass aus Asien auch wieder mal ein bisschen was Vernünftiges rüberkommt. Genau. Wir sind leider etwas eingeschränkt, aber trotzdem gibt es schöne Tiere. Ja, sind ein paar schöne auf jeden Fall da. Ja. Wir blenden da schon mal ein paar ein. Verschiedenen, wie gesagt, Crown Tail gibt es ganz schöne, die sehen halt so ein bisschen gerupfter aus. Das ist das, wo der Kunde sagt, der Fisch hat die Flossen kaputt. Nein, hat er nicht, der ist so. Genau. Ja, dann gibt es die Half Moon. Half Moon, wie gesagt, Plakat, also kurzflossige Wildformen. Plakat heißt Kind des Feldes, soviel ich weiß. Also das sind die eigentlichen, wie man es in Asien halt in der Natur antrifft. Mhm. Wie gesagt, es gibt Whale Tail, es gibt Double Tail, es gibt also unendliche Zuchtformen. Also das, was wir haben, ist eigentlich relativ leicht haltbar. Es sind teilweise Wildformen oder halt Splendens mit langer Flosse. Die sind eigentlich für jeden haltbar, wenn das Becken halbwegs passt. Genau. Wo wir beim Thema wären. Genau, beim Thema Beckengröße. Ich sag gleich vorab, das, was wir euch jetzt erzählen zum Thema Beckengröße, ist unsere Erfahrung und unsere Meinung. Falls jetzt wieder irgendwelche, ja, ich sag mal, Kommentare kommen, die nicht sachlich sind und ja, unter die Gürtellinie gehen oder sonst irgendwas, werden von uns kommentarlos gelöscht. Das habe ich jetzt beschlossen. Das wird jetzt auch ab jetzt so gemacht. Also wir können uns immer drüber streiten, ob das jetzt toll ist oder nicht toll. Ich glaube, es hat jeder seine eigene Meinung zu dem Thema. Genau. Es kommt darauf an, wie ich den Kampffisch halte und nicht, wohin ich ihn halte. Ja, ja, vor allem auch, was es für einer ist. Also bei einem Kampffisch jetzt mit langen Flossen, also einem Hochzuchtkampf von, kann man es auch vertreten, ihn in einem Becken mit 30, 25, 25 cm zu halten. Also so ab 20, 25 Liter, würde ich jetzt von mir aus sagen, ja, schwimmt ein Kampffisch problemlos in Einzelhaltung. Ja. In Gruppenhaltung gilt das wie für alle anderen Tiere auch, die brauchen mehr Platz. Das ist ganz klar, du hast innerartliche Aggressionen. Wir haben also auch schon die Probleme gehabt, dass sich Weibchen und Männchen so bekriegt haben, dass es tote Weibchen gab. Es geht auch andersrum. Wir haben auch schon Männchen gehabt, die keine Flossen mehr haben, weil die Weibchen keine Laune hatten. Kann durchaus auch vorkommen. Das muss man selber merken. Also der Kampffisch ist auf jeden Fall auch ein Charaktertier. Genau. Da hat jeder seinen individuellen Charakter. Du kannst jetzt nicht sagen, der ist aggressiv. Den kann man nicht vergesellschaften. Bei uns schwimmen die Kampffische in der Kleinfischanlage drin, wo also ganz verschiedene Arten drin sind. Da sitzen von kleinen Grundeln über Salmler, kleine Arten oder kleine Bärblinge, alles mögliche drin, ja, mit Kampffischen. Man und muss halt auch sagen, hier sitzen die halt nicht lange, ja, aber man sieht aufgrund auch dieser kurzen Haltung, dass die Fische auch mit anderen Fischen kompatibel sind, sage ich ja jetzt mal. Ja, man muss einfach gucken, manches geht auch nicht. Was zum Beispiel wir neulich probiert haben, ich habe aus Versehen ein Crown Tail, glaube ich, war es, zu roten Neons dazu gesetzt. Und das geht gar nicht. Also das ging sofort, das habe ich innerhalb von 10 Sekunden gemerkt. Wenn ich den jetzt drin lasse,
fressen ihm die Nähe und die Flossen weg. Also dann muss man das sofort revidieren. Ist natürlich für den Privatmann zu Hause schwieriger zu handeln als für uns jetzt hier in der Anlage. Wir haben hier 200 Becken stehen. Wenn irgendwo was nicht passt, nämlich was raussetzt, ist woanders rein, für mich überhaupt kein Thema. Also für den Privatmann, wenn ihr jetzt ein Gesellschaftsbecken habt und einen Kampffisch dazu setzen wollt, ist eher die Empfehlung, wenn ihr das machen wollt, guckt, dass ihr gegebenenfalls einen Ausweich habt. Also das heißt, ein Becken von 30, 40 Litern ungefähr, wo ihr den Kampffisch zur Not, falls er sich nicht verträgt, separieren könnt. Also das ist beim Kampffisch auch kein Problem. Die Tiere werden auch in relativ kleinen Gefäßen verschickt. Das ist kein Problem für meinen Geschmack. Das kann man jetzt wieder einfach so sagen, einen Kampffisch mal übers Wochenende in ein kleines Gefäß zu setzen, bevor ihn meine Fische fressen. Genau. Also dann lieber rausnehmen und wirklich im kleinen Gefäß übers Wochenende aufbewahrt. Dem Fisch passiert nichts. Der kommt durch seine Labyrinth, das ist eine eigene Art des Kampffischs, dass er einfach Luft atmen kann. Kann der auch in einem kleinen Gefäß mal übers Wochenende kommen. Es ist natürlich keine Art und Weise, die Kerlchen dann im Marmeladenglas großzuziehen. Das ist Gang und Gäbe in Asien. Da stößt du hier sofort an deine Grenzen, das gibt sofort Ärger. Die kommen in so halben Literflaschen zwischen die Wiese, ne? In Asien werden die in Whiskyflaschen gezogen. Oder in Whiskyflaschen, ja. Weil die kannst du schön aneinander stellen, gibt eine Setzfläche, da ist dann eine Hütte mit Palmdach, da stehen dann 1500 Flaschen und da kommt eine Dame, legt sich ein Brett drüber, fängt dann an und füttert die der Reihe nach und wenn sie fertig ist mit Füttern, macht sie hinten einen Wasserwechsel, fängt sie gerade wieder vorne an. Das machen die zwei Durchgänge am Tag und so werden die Kerlchen gezüchtet. Okay, krass. Ist halt für deutsche Verhältnisse nicht gangbar. Ja. Aber kann man auf YouTube, gibt es Videos, wo man das also auch sieht. Ich gucke mal, ob ich vielleicht ein paar Einschnitte irgendwie reinmachen kann. Ja, andere Länder, andere Sitten. Ja. Ja, ist einfach, wir haben ein Tierschutzgesetz. Das gibt es, glaube ich, in der Form fast nur in Europa. Im Rest der Welt interessiert es leider keinen. Ja. Also von daher gesehen. Wenn man jetzt Kampffische züchten möchte als Privatmann, dann empfiehlt es sich halt auch, mehrere Becken zu haben und auch die Weibchen von den Männchen dann immer wieder zu trennen. Also nur für die Paarungszeit zusammenzusetzen, dass die halt... Also die Züchter, die ich kenne, züchten generell im großen Becken. Züchten praktisch die komplette Wolke an Jungfische im Becken so lang, bis es einfach nicht mehr funktioniert. Wobei das, wenn man die nicht selektiert, relativ lange geht. Also es fängt dann irgendwann an, wenn die Männchen anfangen, geschlechtsreif zu werden, dass es dann Schwierigkeiten gibt. Aber solange die eigentlich in der Gruppe zusammenbleiben, funktioniert es relativ gut. Ja. Problem ist, wenn du sie mal rausnimmst und probierst sie wieder zurückzusetzen, das funktioniert nicht mehr. Okay. Also wenn einer mal Individualist ist, dann bleibt er das. Ja. Ansonsten Wasserwerte, oder nee, was man vielleicht noch sagen sollte, da es hier Labyrinthfische sind, die auch an der Oberfläche atmen. Man sagt immer viele Schwimmpflanzen rein, aber man sollte auch darauf achten, dass die Schwimmpflanzendecke nicht das komplette Becken zudeckt, weil die Fische nicht von der Oberfläche kommen. Also solange der Sauerstoffgehalt im Becken hoch genug ist, kann der Kampffisch ganz normal über seine Kiemen atmen. Mhm. Er benutzt dieses Labyrinthorgan eigentlich nur als Notatmung oder eben zur Paarung, eben um Sauerstoff dann praktisch mit Speichel zu mischen. Und dann dieses Schaumnest zu bauen. Ja. Dann muss er zwangsweise, sonst funktioniert es nicht, an die Oberfläche, um Luft zu schlucken. Ja? Genau. Deswegen würde ich sagen, Pflanzendecke relativ geschlossen, ja. Zwei Drittel vom Becken, aber ein Drittel ist frei. Genau. Ja? Was man noch sagen muss, was Kampffische nicht mögen, gerade in der Fortpflanzungszeit, ist Strömung. Ja. Also man kann gut gefilterte Becken haben, aber eine weiche Strömung. Also der mag es mit seinem Vorhang, mit dem er durch die Gegend schwimmt, nicht unbedingt im Strömungsbecken zu schwimmen. Das wird er konditionsmäßig eine Zeit lang mitmachen und irgendwann war es das. Was man vielleicht machen könnte, auch wieder ein Versuch, was man machen könnte, ein Kampffisch zum Beispiel an einem techniklosen Becken zu halten. Das würde geht, auch funktionieren. Das geht mit Sicherheit. Weil die Kampffische in der Natur ja eigentlich auch in Pfützen und sowas leben. Das heißt, die haben eher... Also Pfütze ist jetzt relativ, die Pfütze ist meistens den afrikanischen Kilifischen vorbehalten. Der Kampffisch lebt aber in teilweise recht langsam fließenden bestehenden Gewässern, also sprich Reisfelder, ähnliche Geschichten. Eben, das ist der Name Plakatran, Kind des Feldes. Ja. Der braucht keine Strömung. Wie gesagt, es ist für einen Hochzuchtkampffisch auch nicht unbedingt sinnvoll,
Strömung zu haben, weil er einfach... Fliegt er durchs Becken, ja. Er ist durch seine Flossen schon in Anführungszeichen behindert. Ja. Deswegen verkaufen wir auch nicht diese ganz langflossigen Tiere. Also es gibt ja in Asien Zuchtfarmen, wo die Schwanzflosse anderthalbfache Länge vom Körper ist. Da lasse ich eigentlich die Finger davon. Aber das ist meine Überzeugung. Ja, es gibt verschiedene Meinungen. Ja. Da gibt es gewisse Kunden, die das gerne hätten. Da kann ich leider nicht mit dienen. Ja, ja. Das haben wir nicht. Ja, sonst ein Wasserwert. Also 19 techniklosen Becken würde funktionieren. Man muss halt ausreichend Wasserwechsel dann machen. Muss natürlich gucken, dass die Wasserwerte passen. Durch das, dass der halt auch über die Wasseroberfläche atmet, also die Luft atmet, ist es nicht zwingend erforderlich, dass da sehr, sehr viel Sauerstoff im Wasser ist. Deswegen könnte man, wenn man es richtig macht, ein techniklosen Becken für Kampffische verwenden. Meine Meinung. Also habe ich schon ausprobiert, ja. Geht ohne Probleme. Ja, ansonsten Wasserwerte, eher weiches Wasser. Ja. Eher vielleicht noch ein bisschen Huminstoffe drin, dass es ein bisschen dunkel ist. Ja. Bisschen fast schon Schwarzwasser, sagen also wir so. Die Tiere sind, da es eben mittlerweile alles Nachzuchten sind, relativ anpassungsfähig. Aber wenn man sie artgerecht halten will und wenn ich halt auch eine Fortpflanzung erreichen will, dann bitte im weichen Wasser. Ja. Das ist also dann schon okay. Temperatur ist relativ sehr anpassungsfähig. Ja, der ist relativ anpassungsfähig. Ich würde sagen, tropische Tiere irgendwo zwischen 23 und 30 Grad beim Kampffisch. Ich glaube, er verträgt auch mehr, aber das geht dann halt zu Lasten des Sauerstoffgehalts im Wasser. Da kommen dann wieder Probleme, aber das ist, glaube ich, einer von den wenigen, die relativ hohe Temperaturen über längere Zeit auch überstehen können. Ja. Was wichtig ist beim Kampffisch, abwechslungsreiche Fütterung. Lebendfutter, Frostfutter, die fressen auch ohne Probleme Trockenfutter. Man kann sie auch mit Trockenfutter, vorausgesetzt es ist vernünftiges Trockenfutter, über längere Zeit gesund ernähren. Es gibt spezielles Futter für Bettas, die also weichere Flocken haben. Wo du zum Beispiel kein Glück mit haben wirst, wenn du jetzt ein hartes Granulat nimmst, das nimmt dein Mundschutz wieder aus. Ja. Also das ist nicht die Baustelle, der hätte gern was Weiches. Und dann funktioniert das eigentlich recht gut. Bettas neigen auch dazu, sich zu überfressen, das sehe ich bei uns in der Anlage. Wenn wir also viel füttern, dann schwimmt deine Bowlingkugel mit Gardine dran. Anderen also, Bauch wie ich. Eher wie meiner, ja. Neigen also dann dazu, riesige Mengen zu fressen. Ob es gesund ist, weiß ich nicht. Also abwechslungsreich, regelmäßig, ja. Aber nicht überfüttern. Ja. Ja, das war eigentlich schon mal so alles so zum Thema Kampffisch. Wie gesagt, die Weibchen, bei den Weibchen ist vielleicht noch dazu zu sagen, die kann man in der größeren Gruppe ohne Probleme das halten. Das hast du ja, glaube ich, bei uns schon gefilmt. Ich habe es mal kurz abgefilmt, ja. Ja, also die haben wir im großen Becken sitzen, das hat 200 Liter. Ja. Und da schwimmt also eine Gruppe teilweise mit 30, 40 Weibchen. Man muss nur bei den Lieferungen immer aufpassen, wenn du 50 Weibchen kaufst, hast du immer 10 Männer dabei, die halt noch nicht geschlechtsreif sind. Die musst du dann mit der Zeit gucken und absortieren. Also die kannst du nicht einfach ungeprüft reinsetzen. Was die meisten Kunden nicht wissen, ein Weibchen vom Kampffisch hat immer die Genitalöffnung einen weißen Fleck. Okay. Das sieht aus wie ein Grießkorn. Dadurch kann man auch relativ junge Weibchen schon von den Männchen unterscheiden, okay. Weil die Genitalöffnung bei den Männchen ist gefärbt, also die ist farbig. Mhm. Und beim Weibchen hast du diese Öffnung eben wie ein, das sieht aus wie ein Eikorn. Das bringt dann auch das Männchen dazu, praktisch danach zu schnappen, wenn die sich paaren. Also daran unterscheide ich eigentlich, ob es Männchen, Weibchen sind. Da kann ich relativ früh schon aussortieren. Okay. Also wir kaufen teilweise die Weibchen mit 2,5 cm, die kommen teilweise relativ klein und dann muss man halt sukzessiv dann aussortieren. Man kann sich auch täuschen, man denkt, man hat einen Mann und hat dann irgendwann ein funktionsfähiges Weibchen, aber eigentlich die Ausnahme. Ja, ansonsten, wie gesagt, gut bewachsen, ja. Dass er sich gut verstecken kann. Das wollte ich gerade sagen, was sagt der Scaper zum Thema Einrichtung? Ja, viele Pflanzen, viele feinfrittige Pflanzen, die auch bis an die Oberfläche drauf gehen. Ja. Schöne Hintergrundbepflanzung, dann hat man eigentlich ein schönes Kampffischbecken. Wir haben hier mal ganz kurz eins, was ich euch zeigen kann, was sehr, sehr verkrautet ist. Ja, so in der Richtung sollte es naturnah sein. Einfach gut bepflanzen. Es spielt, glaube ich, keine Rolle, wie die Struktur von Pflanzen ist. Also wie gesagt, so feinfädrige Pflanzen sind schon ganz wichtig. Ja. Da kriegt man relativ geschützte Bereiche. Gerade bei der Vergesellschaftung von Männchen und Weibchen, ganz wichtig, Rückzugsorte für die Weibchen. Ja. Wenn
das Weibchen seine Schuldigkeit getan hat beim Eierablegen, muss die wegkommen oder sie muss raus aus dem Becken. Also das sieht man ganz deutlich, die wird so lange bedrängt, bis sie Eier legt. Wenn sie fertig ist vom Eierlegen, ab. Ja. Ja, dann muss die weg, dann muss sie weg können. Wenn sie das nicht kann, wenn sie sich nicht verstecken kann, wird sie vom Männchen totgebissen. Warum? Die Weibchen sind auch dumm und gefräßig. Die fressen ihre eigenen Eier. Ja. Also wenn das Männchen nicht aufpasst und sein Nest nicht entsprechend bewacht, frisst das Weibchen dem Männchen die Eier weg. Ja. Also dementsprechend ist der gegen die Weibchen auch richtig aggressiv. Das sieht man dann auch bei der Gesellschaft, wenn die Tiere praktisch im Gesellschaftsbecken ableichen, steht da dein Kampffisch und der Rest ist irgendwo verschwunden. Ja. Das ist normal, weil der sich dann einfach Freiheit schafft, der macht sich Freiraum und patrouilliert dann. Ja. So viel zum Thema jetzt. So viel zum Thema Kampffisch. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wie gesagt, nur sachliche Kommentare. Für die Beckengröße wollen wir gar nicht weiter diskutieren. Das ist unsere Meinung, unsere Einschätzung. Ja, wie gesagt, wir antworten so, weil es geht. Genau. Geht nicht immer gleich, aber... Ja. Gut, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, schaut mal bei Thomas vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Tschüss.